In kosmischer Nachbarschaft unserer Sonne haben sie ihn gefunden, im Sternbild Waage. Einen bisher unbekannten Planeten, der der Erde ähnelt wie kein anderer. Etwa fünfmal so viel Masse wie unser Planet hat die noch namenlose Supererde und ist möglicherweise felsig. Angenehm warm ist es, zwischen 0 und 40 Grad im Schnitt. Wasser wäre also flüssig. Ob jemals der 25.04.2007, der Tag also, als in der Wissenschaftszeitung Science die Entdeckung einer zweiten Erde bekannt gegeben wurde, genauso eine Karriere machen wird wie der 12. Oktober 1492, als Kolumbus Amerika entdeckte, das wissen wir heute noch nicht. Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. Herzlich willkommen zum ZDF-Nachtstudio, der Fernsehsonde in die Zukunft. Die zweite Erde, gibt es doch Leben im All? So lautet der Titel unserer heutigen Sendung. Und meine Gäste am Kaminlagerfeuer sind Professor Dr. Harald Lesch. Er ist Astronom, er ist theoretischer Physiker, als Professor lehrt er an der Uni München, aber ist auch Naturphilosoph und vor allem begnadeter Fernsehwissenschaftserzähler, dem man alles glaubt, was er so über Gott und die Welt in Erfahrung gebracht hat. Zurzeit verblüfft er seine Zuschauer des Bayerischen Rundfunks mit Filmen über die vier Elemente. Dr. Hans-Arthur Marsiske, er ist Soziologe und Journalist. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Heimat, Weltall, wohin soll die Reise gehen? Er plädiert in diesem Buch engagiert wieder für die Wiederbelebung der bemannten Raumfahrt, unter anderem auch aus kulturellen und sozialen Gründen. Das ist eine interessante These. Andreas Eschbach, er studierte zwar Luft- und Raumfahrttechnik, war Softwareentwickler und gescheiterter Unternehmensberater, aber weltberühmt wurde er als Science-Fiction-Autor. Titel, das Jesus-Video, 1 Billion Dollar, ausgebrannt, alles Titel, die Bestseller, Weltbestseller wurden und sogar das Feuilleton der FAZ erreichten und begeisterten. Sein Serienroman, das Mars-Projekt, geht diesen Herbst in die vierte Folge, Titel, die steinernen Schatten. Herr Eschbach, an Sie die erste Frage. Als Sie gelesen haben oder gesehen haben in den Zeitungen oder im Fernsehen, dass wir tatsächlich eine zweite Erde entdeckt haben, haben Sie gesagt, oh, das ist aber ein toller Stoff. Nee, habe ich nicht gesagt, weil, dass das ein toller Stoff ist, dann brauchst du die Realität nicht, sondern mein Gedanke war, holla, das geht ja schneller, als ich dachte. Also ich habe es nicht so schnell erwartet, dass das solche Fortschritte macht und ich denke aber auch, das wird noch nicht das Ende sein. Also da, das ist jetzt eine Riesenerde, vielleicht entdeckt man auch noch eine kleinere, aber das wissen andere. Ja, Sie haben mal gesagt oder in einem Interview gesagt, wenn wir eine zweite Erde entdecken würden, dann wird das die Menschheit vor große Herausforderungen stellen. Was haben Sie damit gemeint? Da sehe ich eine gewisse Zwangsläufigkeit. Also wir haben jetzt angefangen zu suchen nach einer Erde. Also das war ja lange Zeit strittig, gibt es überhaupt andere Planeten im Weltall? Haben wir gefunden, ja, es gibt sie. Dann werden die Planeten jetzt immer kleiner, die man findet, immer erdähnlicher. Wenn es irgendwo eine zweite Erde gibt, werden wir die irgendwann finden, und zwar noch zu unseren Lebzeiten vermutlich. Und wenn man dann noch herausfindet, also der springende Punkt wird dann der sein, wenn man herausfindet, ja, das ist tatsächlich ein von uns bewohnbarer Planet, ein Planet, den wir besiedeln könnten, wenn wir wollten. Ich glaube, dass das keine Ruhe lassen wird. Vielleicht nicht gleich, aber vielleicht in 1000 Jahren, in 2000 Jahren, irgendwann wird irgendjemand draufkommen, wie man da hinkommen und seinen Fuß draufsetzen kann. Was war Ihre Meinung? War das tatsächlich, das wird nicht nur Schlagzeilen machen, sondern tatsächlich Geschichte machen? Nee, dieser Planet glaube ich nicht. Das ist, das Besondere daran war, dass er halt möglicherweise in einer habitablen Zone liegt, also dass Temperaturen dort herrschen, bei denen Wasser flüssig sein kann. Und das ist nach unserem heutigen Wissensstand eine Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Der Planet ist, haben wir gerade gehört, fünfmal die Masse der Erde und ungefähr ein anderthalbfacher Durchmesser, wird zumindest vermutet. Aber wie Herr Eschbach schon sagte, das ist noch nicht wirklich die zweite Erde. Also dazu gehört dann auch eine Atmosphäre, die ungefähr unserer Atmosphäre entspricht. Das wissen wir von diesem Planeten ja noch gar nicht. Aber das kommt in den nächsten, ich würde mal schätzen, in den nächsten 10 Jahren haben wir wahrscheinlich direktere Nachweise. Noch zu unseren Lebzeiten, ja, sagen Sie, Fall. Sagen in den nächsten 10 Jahren. Professor Lesch, was ist eigentlich das Phänomen? Wie hat man diesen Planeten entdeckt? Warum hat man ihn nicht früher entdeckt? Das ist ja so weit nicht weg. 20 Lichtjahre ist ja nicht die Welt. Naja, 20 Lichtjahre sind 20 Lichtjahre. Das ist jetzt astronomisch gesehen direkt vor unserer Haustür, ja. Das stimmt. Aber
Es ist halt wirklich sehr schwierig. De facto entdeckt, so nach dem Motto, da hat ein Astronom in ein Fernrohr geguckt und hat dann den Planeten gesehen. So war das natürlich nicht. Mhm. So ist es kaum. Es ist nur ganz, ganz selten so, dass wir wirklich Planeten neben anderen Sternen sehen, sondern es werden Daten aufgenommen und diese Daten werden mit einem theoretischen Modell verglichen. Und daraus ergibt sich nun bei Gliese 581, dem Stern, dass um diesen Stern herum mindestens 3, vielleicht sogar noch mehr Planeten herumdrehen und einer davon, den man eben erst kürzlich aus den Daten sozusagen herausgezogen hat, das wäre einer, der, wie wir schon gehört haben, eben in der bewohnbaren Zone wäre, der allerdings dann so nah an diesem Stern dann dran wäre, dass er wahrscheinlich diesem Stern immer die gleiche Seite zeigt. In der Süddeutschen Zeitung war so schön zu lesen, die Vorstellung, man wird auf einem Planeten leben, der immer diesem roten Zwerg die gleiche Seite zuzeigt, was für eine Atmosphäre ist auf dem Planeten, damit meine ich nicht meteorologisch, sondern so lebensmäßig. Mhm. Es ist die ewige Feierabendatmosphäre. Ach, Liebelein, ne? Also immer Abend, es ist immer praktisch Sonnenuntergang, es ist immer so leicht rötlich, ne? Man fühlt sich wohl, es ist eine erzählerische Herausforderung. Ja, fand ich auch sehr schön. Also es ist nicht so, dass man das direkt gesehen hat, sondern man konstruiert es aus den Daten. Das ist die einzige vernünftige Lösung für das Licht dieses Sterns, das eben gewisse Veränderungen zeigt. Und davon gibt es ja inzwischen schon weit über 160 verschiedene Planeten um andere Sterne herum. Und das ist die Hauptmethode. Und was man dann versucht als nächsten Schritt ist, dass man versucht herauszufinden, ob dieser Planet vielleicht sogar einen Teil der Sternscheibe bedeckt. Dann würde man auch sehen, wie groß er ist. Und die ganz große Herausforderung ist herauszufinden, ob dieser Planet eine Atmosphäre hat, nämlich aus welchen Gasen besteht diese Atmosphäre. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Und da denke ich auch, in den nächsten 10 Jahren wird man über Gliese 581c sicherlich eine ganze Menge herausfinden. Und wenn alles gut läuft, werden wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen und wir sind dann bei den Massen da angekommen, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich bei einer Erdmasse in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer um einen sonnenähnlichen Stern. Dann wird aber hier Champagner stehen. Ja, aber was wird es bedeuten? Also ich meine, wenn wir noch vor 10 oder vor 20 Jahren war das alles Fantasie. Jetzt plötzlich hat man so etwas wie eine wissenschaftlich basierte Gewissheit, dass es so etwas gibt wie einen Planeten, der in etwa so aussieht wie unserer, und man könnte doch vermuten, dass es dort Leben geben könnte. Wieso ist das alles so schnell geschehen? Wieso ist das, hat man das alles erst so nach vielleicht vor 20 Jahren oder so etwas Forschung? Liegt das daran, dass sich die Weltraumforschung in der Nähe der Trabanten, also zum Mond, zum Mars, nicht mehr so rentiert hat und man einfach in die Ferne geguckt hat? Also da kann ich jetzt auch nur raten, aber ich würde sagen, dass es eher was mit der Zunahme der Leistungsfähigkeit der Computer zu tun hat, als mit irgendwelchen raumfahrttechnischen Unternehmungen. Ja, das waren lauter Sachen, die mal unvorstellbar waren. Und was wir in den letzten Jahrzehnten erleben, ist ein Siegeszug der Fantasten im Grunde. Alle die Leute, die irgendwas gesagt haben, wo der Rest der Menschheit gesagt hat, ach, lass ihn sich ausspinnen, alle die haben bis jetzt gewonnen. Deutschland wurde wieder vereinigt. Das hat auch niemand geglaubt. Das hat übrigens auch kein Autor so richtig als fantastische Grundlage für irgendeine Erzählung genommen. Also die nächste Sensation kann eigentlich nur noch das Alien oder auch das Leben im All sein. Was müsste denn passieren, also wenn Sie sagen Aliens im Weltraum, sind wir gewissermaßen von der Wissenschaft in die Science Fiction gerutscht? Nee, das ist ja immer ein Drahtseilakt gewesen. Also die haben sich ja immer gegenseitig inspiriert. Also die Science Fiction nähert sich von der Wissenschaft und Wissenschaftler inspirieren sich von den Fantasien, von den Ideen der Science Fiction Autoren. Ich habe aber auch den anderen, ich glaube, es hat auch schon mit der Raumfahrttechnik zu tun, diese vielen Entdeckungen jetzt. Also mein Eindruck ist, dass wir eigentlich in der Astronomie einen Umbruch und eine Fülle von Entdeckungen erleben, die eigentlich, glaube ich, nur mit der Zeit der Erfindung des Teleskops vergleichbar ist. Ich weiß nicht, das wird Herr Lesch besser beurteilen können, aber was ich als Journalist sehe, was an Mitteilungen auf mich einfließt, über mich herfällt, das ist in den letzten 10, 20 Jahren wahnsinnig gewesen. Und das hängt mit den Weltraumobservatorien zusammen, mit den neuen Teleskopen, die wir haben. Wir können in allen möglichen Spektralbereichen gucken, haben immer größere Teleskope. Spektralbereich, Wärmebereich, also das sind alles... Ja, von Radiowellen bis hin zu Gammastrahlen können wir das Weltall beobachten. Und da entdecken wir ungeheuer viel. Und das Tolle finde ich immer, wenn die Astronomen was Neues entdecken,
müssen Sie Ihre ganzen Theorien wieder umwerfen. Sie haben Vorstellungen, wie Planetensysteme gestaltet sein sollten. Jetzt entdecken Sie welche tatsächlich. Und ich glaube, der 150. extrasolare Planet, den man entdeckt hat, war der erste, der den Modellen entsprach. Wir haben ja heute neuere. Aber ich meine, das ist im Grunde genommen auch die Faszination von Wissenschaft. Ich meine, wir leben von den Wissenslücken. Wir leben nicht von dem, was wir schon wissen, sondern wir wissen irgendwas nicht. Und das ist eigentlich der Treibstoff für das große Programm Naturwissenschaft. Und in der Astronomie, in den letzten 15, 20 Jahren, kann man dieses Wechselspiel von Technologie, Verbesserung und Entdeckungsfähigkeit, also ständig beobachten. Bei der Entdeckung der Planeten ist es ganz wichtig, dass man einen geeichten Spektrometer hat, mit dem man sehr scharfe Spektrallinien extrem genau beobachten kann. Dann kann man nämlich die Bewegung eines Sterns am Himmel sehr genau beobachten und daraus lässt sich nun ableiten, ob Massen auf diesen Stern wirken oder nicht. Mhm. Da man die Planeten eben direkt nicht sehen kann, die sind ja nur so winzig und so leuchtschwach im Vergleich zu einer großen, zum richtig strahlenden Stern, braucht man einfach extrem empfindliche Messgeräte. Und ich vergleiche das immer gern. Ich habe 1978 Abitur gemacht und da war es so, da hieß es noch in den Büchern, Atome kann man nicht sehen. Ja. Atome? Das ist überhaupt kein Thema mehr heute. Ja. Ja, natürlich Wieso kann man Atome sehen? Ja? Man kann sie darstellen. Man kann inzwischen so fein Materie untersuchen, man kann sie sichtbar machen. Bildgebenden Verfahren. Genau, mit bildgebenden Verfahren kann man Atome richtig sehen. Man kann sogar sehen, in welchen Konfigurationen die Elektronen darum... Ja. Also es ist unglaublich. Da werden wir, also man sieht einfach, dass Grundlagenforschung ohne technologische Weiterentwicklung geht gar nicht. Also das ist nicht mehr so, dass da einer oder eine in irgendeinem Kämmerchen sitzt und sagt, Heureka, ich hab's, sondern... Das ist ein riesengroßer Prozess, das ist ein richtiger Vorgang, an dem sehr viele Menschen beteiligt sind und es ist unglaublich spannend. Also Astronomie heutzutage rüttelt nicht nur an den Fundamenten der Physik, sondern sie zeigt einfach auch, wie schön das ist. Aber die Computer könnten uns doch belügen. Also wenn man, wenn man doch das hört, dass wir also diese Sterne draußen im Weltall, übrigens, wie tief kann man denn eigentlich gucken, Herr Lesch? Wie tief kann man denn jetzt sozusagen in die Galaxis gucken, wie viele Lichtjahre? Ach, bis an den Rand unserer Möglichkeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die tiefste Aufnahme, die jemals vom Universum gemacht wurde, das wurde vom Hubble Space Teleskop gemacht. Und da sieht man ja schon gewisse Zeitscheiben. Das heißt, man sieht Galaxien in unserer direkten Umgebung, aber man sieht auch Galaxien, die Milliarden, einige, also bis zu 12 Milliarden Lichtjahren von uns entfernt sind. So tief, wenn man lange Milliarden lang, als die Materie sich von der Strahlung entkoppelte. Mhm. Das ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung, für die es unlängst einen Nobelpreis in Physik gegeben hat. Also so weit kann man tatsächlich sehen. Das heißt, die Physik testet auch über die Astronomie ihre Grenzen aus. Aber wenn wir doch jetzt nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen, Herr Eschbach. Wenn man jetzt sagt, also wir wissen das eigentlich nur aus unserer selber erfundenen Technologie, dann könnte man doch so verwegen sein und könnte vielleicht sagen, dieses Weltall da draußen gibt es eigentlich so nicht, sondern es ist eigentlich nur unsere Fantasie. Man muss sich dieser Virtualität beim Einsatz von Computern natürlich immer bewusst sein. Also, dass wenn ein Programm dazwischen steht, muss da jemand sein, der dieses Programm versteht und weiß, was das macht, um interpretieren zu können, was da rauskommt. Aber das kann man. Also das ist einfach ein Schließen um mehrere Ecken herum, wobei die Maschine einem bloß ein paar Ecken abnimmt, die sehr arbeitsam wären, die man nicht von Hand machen könnte. Ja, ja. Aber da tritt keine künstliche Intelligenz dazwischen, die uns jetzt etwas vortäuscht. Das ja, aber in Ihrem Roman, zum Beispiel das Mars-Projekt, da gibt es eine künstliche Intelligenz. Diese künstliche Intelligenz ist ein Computerprogramm und eigentlich eine der Hauptfiguren. Wird es das irgendwann mal vielleicht auch in der Wissenschaft geben, dass man so einen Supercomputer gebaut hat, der gewissermaßen einen die menschlichen Fehler rausrechnet? Ein Do-What-I-Mean-Programm, das wird es wahrscheinlich nicht. Nice to have, kann man sagen. Also die künstliche Intelligenz in diesem Roman, das Mars-Projekt, ist ein Zugeständnis an das Jugendbuch, wo es eigentlich ein Haustier geben müsste, ein Hund oder sowas. Jetzt habe ich es nicht so mit Hunden, auf dem Mars wäre das auch irgendwie ganz schwer unterzubringen. Und dann habe ich die künstliche Intelligenz eingeführt, wobei ich darauf achte, sie eben nicht menschlich erscheinen zu lassen, sondern dass man, wenn man genau hinspürt, merkt, das ist einfach nur ein besonders komplexes Programm, wie es ja auch schon so Experimente gibt. Aber seit 30 Jahren verspricht man uns, dass künstliche Intelligenz demnächst realisiert wird. Aber es funktioniert nicht. Nein, ich glaube es auch nicht. Ja. Also.
Warum sind wir eigentlich so fasziniert vom Weltraum? Warum sehen wir das? Warum gibt es diese großen Sachen? Sie haben also in einem Ihrer Aufsätze geschrieben, die ersten Menschen hatten vielleicht schon so etwas wie ein Lagerfeuer. Idee, dass der Sternenhimmel Lagerfeuer sind. Wie kamen Sie auf diese? Das ist eine Idee von Carl Sagan, das habe ich bei ihm. Das hat mich sehr überzeugt. Also er meinte, er hat sich vorgestellt, Urmenschen zur Zeit vor ein paar hunderttausend Jahren, als sie begannen, das Feuer zu zähmen. Also da hat das Feuer für die Menschen natürlich eine große Bedeutung gehabt. Es war ja auch von vornherein ein Kommunikationsmittel. Also in dem Moment, wo die Menschen lernten, das Feuer zu schüren oder zu kontrollieren, bedeutet ein Licht in der Nacht irgendwo auch die Anwesenheit von Menschlichen, von Menschen, den Siedlungen von Menschen. Und insofern ist es eigentlich naheliegend, dass wir dann auch zum Himmel gucken und denken, na, das sind vielleicht auch Feuer, auch Lagerfeuer, und vielleicht können wir da irgendwie hinkommen. Dann haben sie gesehen, dass einige dieser Feuer sich in den Platz verändert haben, die sind gewandert über den Himmel, so wie die Feuer am Boden wahrscheinlich auch. Sie werden vielleicht nicht jedes Mal, jede Nacht am gleichen Ort ihr Lager aufgeschlagen haben. Also das fand ich einen ganz naheliegenden Gedanken. Und ja, dann entspricht es vielleicht einem Kontaktbedürfnis, das man hat. Man möchte die Gleichgesinnten oder die gleichgestalteten Lebewesen treffen. Oder man fürchtet sich vielleicht auch vorhin, wie auch immer. Man möchte mehr über sie wissen. Sei es, weil man sie gerne kennenlernen möchte, sei es, weil man sie meiden möchte. Aber es ist ein existenzielles Interesse, mehr darüber zu erfahren. Man braucht sich ja nur mal einfach nur im Sommer, Nacht wirklich auf die Wiese zu legen und lässt es mal auf sich wirken, den Himmel. Ja. Also selbst der abgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts kann sich dieser Faszination ja nicht entziehen. Und ich denke, was man da spürt, ist so ein ganz, ganz tiefes Verlangen zu wissen, in welcher Welt bin ich eigentlich? Da ist diese Kugel, auf der ich lebe, mit all den wunderbaren Eigenschaften. Das weiß ich nicht, als Urmensch weiß ich es nicht. Da weiß ich es nicht, aber ich weiß zumindest, da draußen tut sich was. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass sich am Himmel ja immer wieder auch was abgespielt hat. Das ist nicht immer nur dieses fixe Bild, sondern da gibt es gewisse Perioden zum Beispiel, die haben nachher eine Rolle gespielt, auch bei der Landwirtschaft. Man hat festgestellt, aha, es gibt immer wieder Wiederholungen. Und dann natürlich die große Frage, wo sind die Götter? Da sie hier unten nicht sind, häufig die Blitze vom Himmel runterkommen, war ja, ist ja sozusagen ganz naiv erstmal so ein Bild schon klar, wenn sie irgendwo sind, dann sind sie da oben. Und noch heute ist es so, dass uns Astronomen eine viel größere Nähe zu himmlischen Themen im wahrsten Sinne des Wortes angedichtet wird, als zum Beispiel jemand, der Festkörperphysik betreibt oder Gentechnologie. Mhm. Der Himmel, der ist nach wie vor ein großes Geheimnis, der Kosmos, da könnte noch was sein, was uns alle sehr, sehr überrascht oder auch ängstigt. Man sieht es aber auf dem Mars, sieht es eigentlich sehr normal aus, würde ich sagen. Die Leute, die dort gesiedelt haben, in ihrem Buch siedeln ja die Leute auf dem Mars, also das Leben ist schon da. Sie haben im Prinzip ein kleines Dorf. Ist das mit Steinhäusern? Wieso eigentlich Steinhäuser auf dem Mars? Ja, das ist eine Idee von Robert Zubrin, der sich stark für die Mars-Expedition und Besiedlung einsetzt und da ein Buch drüber geschrieben hat, schon vor längerem, dass man auf dem Mars, wo es wahrscheinlich Sand gibt, der sich hervorragend dazu eignet, am besten Ziegel brennt, um Gebäude zu errichten. Da muss man nichts mitbringen, das ist alles schon da. Was da ist, die Mars-Siedlung ist unterirdisch, also untermarsisch, unter der Oberfläche. Und da sind es einfach solche gemauerten Bögen wie römische Bauwerke. Und ich habe so versucht, einen Eindruck zu vermitteln, wie man so nebeneinander von Hightech, um dorthin zu kommen und die ganze Computer-Kommunikationstechnologie und aber auch einfache Lösungen, einfach aus ökonomischen Gründen, weil man nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Auf dem Mars hat es im Wesentlichen nichts außer viel Platz und Sauerstoff lässt sich wahrscheinlich relativ einfach gewinnen. Aber ansonsten muss man... Rost macht man wieder Luft, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Aber eine persönliche Frage, wieder zum Thema zurück. Glauben Sie denn, dass es tatsächlich Leben im All gibt, das nicht menschliches Leben ist, das nicht dorthin exportiert ist? Das hängt ein bisschen von meiner Tagesform ab, muss ich sagen. Also das ist so ein Phänomen, wenn man Schriftsteller ist, spielt man mit Vorstellungen. Und wenn ich mich nach meiner eigenen Überzeugung frage, dann ist am einen Tag, denke ich, na, es ist ganz unvorstellbar, dass es das nicht geben soll. Also das Universum
ist so groß und die Erde so klein und also in irgendeiner von diesen Milliarden Galaxien wird sich doch noch mal, selbst wenn viele Zufälle eine Rolle spielen haben, wird sich dieser Zufall doch noch mal ereignen. Also es erscheint ein bisschen wie eine Verschwendung, so ein großes Universum bloß um eine mehr oder weniger gut geratene Erde hinzubekommen. Es gibt aber auch Momente, wo ich denke, ja, wer weiß. Also die Dimensionen in der Natur sind ja manchmal ja im extremen Verhältnis. Mhm. Also wenn man sich jetzt schon anschaut, ein DNS-Molekül ist 2 Meter lang und hat trotzdem in einer Körperzelle Platz. Das ist auch ein extremes Verhältnis. Ich denke, ja, vielleicht ist es doch so. Und das ist aber ein Gedanke, der eher Angst macht. Mir macht aber eher Angst als die Vorstellung, dass das Universum belebt ist, weil es uns so schrecklich viel Verantwortung aufwirft. Für uns? Ja, dann wären wir ja wieder die Herren des Universums, selbst die Herren über... Was ist Ihre persönliche Meinung? Wird es so etwas geben wie Leben im All? Ja, also mir geht es jedenfalls auch so. Es fällt mir sehr viel schwerer, mir vorzustellen, dass wir die einzige Lebensform im ganzen Universum sein sollen, in diesem riesigen, unermesslichen Weltall. Das ist mir... Also das erfordert erheblich mehr Fantasie, die kann ich eigentlich nicht aufbringen. Also ich denke mal, es muss irgendwo Leben geben, zumindest Mikroorganismen. Und es in den letzten 30 Jahren häufen sich auch die wissenschaftlichen Hinweise darauf. Wir wissen auf der Erde, dass Organismen unter ganz extremen Bedingungen existieren können. Wir entdecken im All die Bausteine, präbiotische Moleküle, finden sie auf Kometen oder auch im interstellaren Raum. Wir entdecken jetzt extrasolare Planeten, also es mehren sich die Hinweise. Zugleich habe ich allerdings auch den Eindruck, dass auch ein sehr starker Wunsch da ist, was zu finden. Mhm. Also bei Wissenschaftlern, also gut, Wissenschaftler sagen immer, nein, es ist alles rein wissenschaftlich, es gibt diese empirischen Befunde und die verdichten sich, die Hinweise, aber ich habe auch den Eindruck, sie möchten es auch. Also die meisten von ihnen möchten das auch sehr gerne. Ich denke, so ein Tiefpunkt war in den 70er Jahren, als die Viking-Sonden auf dem Mars gelandet waren und das doch so aussah, als wäre da überhaupt nichts. Also da, ich zumindest erinnere, dass ich ziemlich deprimiert war und ziemlich enttäuscht war. Und ich glaube, es ging auch sehr vielen so. Und dann, kurz danach, gab es ein Tauchboot, das hier auf dem Grund der Ozeane diese Black Smoke entdeckt hat und gesehen hat, es gibt eine Fülle von Organismen am Boden des Ozeans, wo überhaupt kein Licht hinkommt, die ganz andere Stoffwechsel haben, als wir es bis dahin kannten. Und das hat wieder ein bisschen die Hoffnung geschürt. Und im Moment ist doch, also sehe ich überall so das Gefühl, na, es kann nicht mehr lange dauern. Hängt das denn eigentlich auch mit Zeiterscheinungen zusammen? Also wenn Sie sagen, die 70er Jahre, das war aber auch der Höhepunkt der Materialschlacht um den Himmel. Ja? Und der Himmel war leer. Und jetzt nicht mehr, jetzt kommen eher so die philosophischen Überlegungen und plötzlich hat man wieder die Idee, dass es da draußen doch noch etwas gibt, was vielleicht Leben ist. Hängt das damit zusammen? Ich denke schon. Also es gibt da, auf jeden Fall gibt es auch sehr wissenschaftliche Einflüsse auf solche Konjunkturen, da bin ich ziemlich sicher und ziemlich überzeugt. Also das Thema ist natürlich auch insofern interessant, als man bei der Erforschung der Möglichkeiten von Leben auf einem anderen Planeten im Grunde genommen wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird, weil wir noch keinen anderen kennen als unseren eigenen, erfährt man im Rahmen der, es gibt ein neues Feld in der Astronomie, das heißt Astrobiologie, erfährt man zunächst einmal was darüber, was auf einem Planeten alles passieren muss, damit es überhaupt dazu kommt, dass Materie sich von dem nicht lebenden Zustand in den lebenden wirft. Also was wäre der Unterschied zwischen Nichtleben und Leben? Wo wäre da der Knackpunkt? Das ist eine gute Frage. Ja. Wie viele Stunden Zeit haben wir denn dafür? Das ist ja 2 Minuten. Die üblichen 2 Minuten. Das ist ja ganz schwierig. Also Leben würde man zusammenbringen mit solchen Begriffen wie Stoffwechsel. Das heißt, es muss einen Energietransport geben, rein und raus. Es muss einen Energie-Materie-Transport in das Lebewesen geben. Das heißt, es muss Energie aufgenommen werden können und es muss auch Reststoffe müssen abgegeben werden. Das ist ganz wichtig. Das Lebewesen muss sich vervielfältigen können. Es muss in der Lage sein, Druck von außen ausweichen zu können. Das heißt, es muss ein innerer Prozess da sein, der es diesem Lebewesen möglich macht oder diesem Prozess möglich macht, sich äußeren Zwängen zu entziehen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, alles das, was wir auf der Erde sehen, ist ein Paradebeispiel dafür, wie Leben aussehen muss. Und man würde natürlich formulieren, wir sind nicht die Einzigen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, das ist eine Extremannahme. Also logisch wäre es zu sagen, wir sind der kosmische Normalfall.
Ja. Dann ist man sozusagen mitten in, wir sind nicht die Schlechtesten, aber auch nicht die Besten. Ja, aber Sie sind doch als Alien-Killer bekannt. Ach. Also die Rundschau oder die Kölnische Rundschau hat gesehen, Lesch der Alien-Killer. Der Alien-Killer. Also was muss überhaupt vorhanden sein, um überhaupt so etwas wie Leben möglich zu machen? Also zunächst mal beginnen wir mal mit dem Stoff, aus dem die Träume sind, und das ist Wasser. Mhm. Wasser ist, glaube ich, das Allerwichtigste, denn es ist ein perfektes Lösungsmittel. Es ist ein fast magischer Stoff, weil es Eigenschaften hat, die sonst für Wasserstoffverbindungen so gar nicht vorhanden sind. Es ist nämlich unter normalen Druck- und Temperaturbedingungen flüssig. Mhm. Auf unserer Erde verwenden wir Sauerstoff heute dafür. Die lebende Materie auf der Erde verwendet Sauerstoff, bis auf die Black-Smoker-Organismen, die verwenden was anderes. Das heißt, man braucht eine Energiequelle, und zwar die Energiequelle im richtigen Bereich. Es wird uns überhaupt nichts nutzen, wenn unsere Sonne zum Beispiel irgendwie so ein roter Zwerg wäre, wie bei Gliese 581. Denn wenn man sich in eine Mikrowelle legt, wird man zwar warm, aber man wird nicht satt. Wir brauchen die Energie in der richtigen Form, so wie sie von den Molekülen auch verwendet werden kann. Es darf aber auch nicht zu viel sein, sonst verbrennt alles. Der Planet muss die richtigen Eigenschaften haben. Das heißt, er muss schwer genug sein, damit er eine Atmosphäre hält. Das ist zum Beispiel beim Mars ein Problem. Der hat nur ein Zehntel Erdmasse. Der ist, ich sage immer gern, der ist inkontinent. Der konnte nichts halten, nämlich auch seine Atmosphäre nicht. Er muss sich schnell genug drehen, der Planet, dass also nicht immer nur eine Seite gebacken wird und die andere erfriert. Und solche Eigenschaften gibt es eine ganze Reihe. Was ist eigentlich der G-Stern-Chauvinismus und der Kohlenstoff-Chauvinismus? Oh je, jetzt will ich keine Vorlesung halten. Also die Sonne ist ein G-Stern, das ist ein sogenannter guter Stern. Sie ist genau in ihrem Spektralbereich, also das Licht, was sie abgibt, ist im sichtbaren Bereich. Das Maximum ist im grün-gelben, das ist ein typischer G-Stern. Die Sonne eben mit einer Sonnenmasse, das ist ein G-Stern. Und der G-Stern-Chauvinismus sagt nun, Leben kann eigentlich nur um G-Sterne herum sein. Die kleineren Sterne sind leuchtschwächer und deren Spektrum ist mehr im roten Bereich. Die geben also nicht die richtige Form von Energie ab. Die großen Sterne leben zu kurz. Also ein schwerer Stern ist wesentlich, der lebt nur vielleicht 10 oder 15 Millionen Jahre, dann ist er weg. Und außerdem ist er viel zu heiß. Das heißt, sein Spektrum ist im Wesentlichen im Blauen oder im Ultravioletten. Mhm. Das ist natürlich eine Katastrophe für Moleküle, wenn die ständig bombardiert werden. Wir wissen es alle vom Sonnenbrand, was für eine Wirkung das hat. Und Kohlenstoff-Chauvinismus geht nun darauf zu sagen, gucken wir uns das Periodensystem der Elemente an. Das halte ich übrigens nach wie vor für eine der größten Entdeckungen der Menschheit, dass wir wissen, es gibt keine anderen Atome als die Elemente, die wir im Periodensystem der Elemente feststellen. Wissen wir das oder glauben wir das? Es gibt keine Lücken. Es gibt keine Lücken. Also das wird man in 500 Millionen Jahren auf der Erde den Kindern noch in der Schule beibringen. Das Periodensystem der Elemente ist vollständig. Das heißt, der Außerirdische, und das ist meine These, dran könnten noch welche sein. Aber die sind instabil. Ja. Die sind eher instabil. Der Außerirdische ist gewissermaßen auch nur ein Mensch, weil er besteht nämlich aus den gleichen Atomen wie wir. Und da gibt es nur eine Elementsorte, die in der Lage ist, lange Kettenmoleküle zu bauen unter vernünftigen Bedingungen, nämlich in entsprechend Temperatur und Dichte, und das ist Kohlenstoff. Silizium kann das im Prinzip auch, macht aber keine Doppelbindung. Und stellen Sie sich vor, Sie würden Siliziumoxid ausatmen statt Kohlendioxid. Da würde hier alles voller Sand sein. Also insofern, Chauvinismus heißt der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Dann hätten wir keine Klimakatastrophe, sondern eine Massenkatastrophe. Dann wäre hier also, Knochentrocken wäre dann unser Humor in jeder Hinsicht. Ja. Und also diese Einschränkung G-Stern und Kohlenstoff sagt einfach nur im Grunde genommen, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum. Das heißt, das wissen wir. Das ist unsere da auch Hypothese, mit der wir arbeiten. Ja, ja. Also das Das wissen wir nicht, aber davon gehen wir aus. Und man kann mit einigem Grund davon ausgehen, bis wir nichts anderes wissen. Ja. Aber ein Nebensatz von Herrn Lesch würde ich ganz gerne aufgreifen und sagt, der Alien oder der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Das heißt, er meint natürlich nicht das Aussehen. Wie kann man sich denn Aliens vorstellen? Sie haben ja einen Alien mal in einem Ihrer Romane, der so ein bisschen delfinartig aussieht. Aber wie stellen Sie sich so einen Außerirdischen vor, wenn er denn mal käme oder wenn wir ihn treffen könnten? Was müsste er haben? Also er müsste er Hände haben, müsste er... Darüber kann man nur nachdenken. Ich glaube, was inwieweit dieser Satz zutrifft, Alien ist auch nur ein Mensch, ist, dass wir mit jedem vorstellbaren uns einigermaßen ähnlichen Wesen, das heißt, als das denkt, das über sich selber nachdenkt, das ein Bewusstsein seines Todes beispielsweise hat, das ein Bewusstsein hat, es gibt mich, es gibt andere und all diese Dinge, was wir mit dem gemeinsam hätten, dass wir ebenso wie er, dieser Außerirdische, müsste er ein Gefühl für seine Endlichkeit haben, oder vielleicht ist er nicht endlich, für die Endlichkeit anderer oder für die Endlichkeit des Universums, und er müsste sich unweigerlich fragen, was mache ich hier in diesem
Universum. Also ich bin hier und muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen, dass ich da bin und keine Gebrauchsanweisung und keinen Missionsbefehl mitbekommen habe, sondern das alles selber rausfinden muss. Und auf dieser Maß ist, glaube ich, eine Verständigung zu beginnen. Das heißt aber, dann reden wir ja von zwei verschiedenen Packungen Leben, sage ich mal. Einmal das normale, also das Leben, was man vielleicht, was Sie gerade erzählt haben, was man braucht. Und das andere wäre ja ein Organismus. Da muss ja schon eine gewisse Intelligenz dahinter stehen. Ja, das eine ist die Konsequenz des anderen. Also ja, wenn man mit ist es eine Konsequenz? Wird automatisch, warum sind zum Beispiel... Davon gehen wir aus, dass sich das eine aus dem anderen entwickelt. Dass es eine Entwicklung gibt. Das heißt, es müsste ja dann sozusagen im Weltall auch so etwas wie eine Evolution geben. Ja. Also ich würde auch denken, Leben, man kann sagen, Leben ist intelligent. Also ich denke mal... Intelligenz ist ähnlich mit Leben. Es gibt keine Definition, keine wirklich unumstrittene, was wahrscheinlich auch kein Zufall ist. Was Leben betrifft, wollte ich noch nachschieben. Ich habe mal eine ganz schöne Definition von einem Wissenschaftler gehört, der sich mit künstlichem Leben beschäftigt. Und er meinte, das wäre eine Kombination aus oder eine Gleichzeitigkeit von Dynamik und Struktur. Er hat darauf hingewiesen, der Mensch zum Beispiel tauscht alle 7 Jahre seine kompletten Körperzellen aus. Also alle 7 Jahre bestehen wir aus komplett neuer Materie, sind trotzdem die gleichen, also sind trotzdem wiederzuerkennen. Ja. Das fand ich einen ganz schönen Ansatz, Leben mal begrifflich zu fassen, jenseits von Stoffwechsel, DNS oder was es alles gibt, was alles in Frage gestellt werden kann. Aber ich würde denken, Leben grundsätzlich ist intelligent. Aber wovon wir immer reden. Im menschlichen Sinn, also nicht. Also man kommuniziert ja auch mit Viren, wenn man so will. Ja, also ein Virus oder eine Bakterie, ein Erreger dringt in unseren Körper ein. Das kann man, wenn man will, auch als Kommunikation betrachten. Ja, aber das ist halt natürlich nicht das, wonach wir uns sehen, wenn wir ins All gucken. Wir hoffen natürlich auf Aliens, wir hoffen auf Botschaften wie im Kontext. Warum eigentlich? Das geht doch eigentlich ganz schön hier unten. Ja, auch das ist immer dieses Argument, es gibt doch so viel hier zu entdecken, warum müssen wir ins All oder es gibt doch hier genug zu tun. Also ich denke, der Blick ins All oder auch der Aufbruch ins All hilft uns, unsere Probleme auf der Erde zu lösen. Es lenkt nicht davon ab, sondern im Gegenteil, es hilft uns, wenn wir über Aliens nachdenken, denken wir automatisch über uns selbst nach. Wir gehen davon aus, es gibt eine Evolution des Lebens, wenn es Außerirdische gibt, die höher entwickelt sind als wir. Das ist so eine Vorstellung, die ganze SETI-Gemeinde antreibt, die nach Außerirdischen... SETI ist die Search for Extraterrestrial Intelligence in Amerika. Ja, das ist das SETI-Institut, ist in Mountain View in Kalifornien und sie suchen nach Funksignalen von außerirdischen Intelligenzen und gehen davon aus, können das auch begründen, dass wenn wir Signale empfangen, werden sie höchstwahrscheinlich von höher entwickelten Zivilisationen kommen. Und das ist natürlich auch Ausdruck der Hoffnung, dass auch wir uns weiterentwickeln können. Also wenn es andere gibt, die sich höher entwickelt haben als wir, dann zeigen sie uns vielleicht ein Bild von uns, wo wir hinkommen könnten, wenn wir es denn wollen und wenn wir es auch schaffen, so unsere internen großen Krisen zu überwinden. Das hat ja auch Konsequenzen, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit angucken, durch was für Flaschenhälse musste eine Zivilisation auf einem Planeten durch, um wirklich über lange Zeit am Leben zu bleiben und sich damit dem Universum gegenüber bemerkbar zu machen. Also nehmen wir mal an, die erste Green Bank Konferenz gab es Anfang der 60er Jahre. Da hat man zum ersten Mal in Virginia in den USA wissenschaftlich darüber nachgedacht, wie viel kommunizierende Zivilisationen könnte es in der Milchstraße geben. Und da gibt es alle möglichen Parameter, aber einer ist besonders interessant. Ja, wie lange hält denn nun so eine Zivilisation auf dem Planeten durch? 1960, tiefster kalter Krieg, war klar, Mensch, also wenn die Blöcke wirklich mal richtig zusammenrasseln, dann geht dieser Planet in einem atomaren Holocaust unter. Momentan stehen wir vor der Debatte, werden wir unseren Planeten ökologisch vernichten, dann wird von uns eben auf lange Sicht auch nichts mehr übrig bleiben. Es gibt also Flaschenhälse, durch die eine Zivilisation in einem Planeten durch muss, um tatsächlich einen Stand zu erreichen, dass sie sich dem Universum über längere Zeit bemerkbar machen kann. Deswegen natürlich die Hoffnung, wenn die anderen tatsächlich auf dem gleichen Frequenzband piepen, wie wir hoffen, dann sind das Leute, die haben die ganze Klimaproblematik auf ihrem Planeten hinter sich. Die sind nicht mehr so geldgierig wie wir. Die sind auch nicht mehr so bekloppt, dass sie also verschiedene Ideologien gegeneinander schießen, sondern das sind weise Männer und Frauen,
die uns dann sagen werden... Oder vielleicht sogar ein drittes Geschlecht. Ein drittes Geschlecht. Ja, dann wären wir wieder bei Plato. Die werden uns, die teilen uns dann mit, wie wir diese Probleme zu lösen haben. So ein bisschen so wie Meister Yoda. Ja, genau. Aber warum sind denn dann alle Science-Fiction-Filme immer kriegerische Filme? Es gibt ja diesen... Weil dieses Denken... Weil das einen Film besser macht. Ja? Also erstmal, in der Geschichte braucht man einen Konflikt. Ja. Sonst ist es wird's nicht spannend. Auch gut und böse. Also Sie können nicht einen Roman schreiben über jemanden, dem es einfach nur 200 Seiten lang gut geht. Das will niemand lesen. Schwierig. So, jemand, der in Schwierigkeiten steckt und die dann meistert womöglich oder dran zugrunde geht oder irgendwie sowas. Und im Film, da muss es knallen und krachen, dafür geht man ins Kino. Ja. Das heißt, das hat aber dann nichts zu tun mit dem, was man vielleicht ernsthaft darüber nachdenkt, wie außerirdisches Leben aussehen könnte. Na doch, hat es auch. Also es ist gerade ein Buch erschienen von einem amerikanischen Forscher, der hat auch der SETI-Gemeinde einige Defizite vorgeworfen. Mhm. Eins davon ist, dass sie immer nur nach Funksignalen gucken und die Möglichkeit eines direkten Kontaktes außer Acht lassen, der natürlich auch schwieriger, auch unwahrscheinlicher ist, aber völlig ausschließen kann man das auch nicht, dass Wesen mit Raumschiffen oder mit Sonden zu uns unterwegs sind. Und das andere Defizit oder... Das schließen Sie auch nicht auf? Nein. Aber das müsste doch, wenn wir am Anfang gesagt haben, dass wir doch schon relativ viel wissen von der erdnahen, sagen wir 20, 30 Lichtjahre ist ja nicht so weit, dann müssten die ja Ewigkeiten unterwegs gewesen sein. Ja, also, kommt drauf an, wie schnell sie fliegen. Also wir haben über Lichtgeschwindigkeit können sie nicht fliegen. Über Lichtgeschwindigkeit nicht. Also aber maximal mit Lichtgeschwindigkeit. Aber dann müssten es ja Geister sein. Aber das ist der Punkt. Also das andere Defizit, das wollte ich noch ergänzen, ist halt die, dass die Aliens immer freundlich sind. Das ist in der SETI-Gemeinde auch eine verbreitete Annahme. Mhm. Auch dafür gibt es keinen wirklichen, das kann man nicht wirklich belegen. Ja. Genauso gut kann es sein, dass über interstellare Kriege um uns herum toben und wir nehmen es nur noch nicht wahr. Aber dieser Punkt, dass die Sonden lange unterwegs sind, das spielt dann keine Rolle, wenn es eine Lebensform ist, die möglicherweise technisch basiert ist, was ich glaube. Also ich denke mal, die Evolution geht in die Richtung hin, dass man technische, künstliche Intelligenz schaffen wird. Und die kann man so konstruieren, dass die für die ein paar tausend Jahre im All keine Rolle spielen. Vielleicht sind die so, werden in so einen Ruhezustand versetzt und wachen erst auf, wenn sie ein nächstes Sternsystem erreichen. Das wäre dann eine Hoffnung wie ewiges Leben im Prinzip oder sagen wir sehr, sehr langes Leben. Das halte ich auch für eine Hoffnung. Ich denke mal, das ist das, was uns fehlt. Wir sind im Moment immer noch sehr kurzfristig orientiert, sehr egozentrisch, wenn man so will. Also die Menschen kümmern sich um sich selbst, um ihre eigene Generation, vielleicht ihre Kinder und Kindeskinder, aber wir sind im Moment nicht in der Lage, Projekte zu planen, die über mehrere Generationen gehen. Also wir fühlen uns nicht verbunden mit unseren Nachkommen in 500 Jahren oder in 1000 Jahren. Und ich denke, wenn man von der Höheentwicklung der menschlichen Kultur spricht, dann ist das eine Richtung, in die es gehen müsste, dass man langfristiger denkt, langfristiger plant, langfristiger empfindet. Sie schreiben ja an einer Stelle, dass wir wieder in einer sozusagen antikopernikanischen Wende leben. Also dass wir natürlich nicht mehr allein sind, also die Erde ist nicht mehr das Zentrum und die Sonnen gehen drumherum, aber dass wir dennoch... Auf unserer Erde verwenden wir Sauerstoff heute dafür. Die lebende Materie auf der Erde verwendet Sauerstoff, bis auf die Black-Smoker-Organismen, die verwenden was anderes. Das heißt, man braucht eine Energiequelle, und zwar die Energiequelle im richtigen Bereich. Es wird uns überhaupt nichts nutzen, wenn unsere Sonne zum Beispiel irgendwie so ein roter Zwerg wäre, wie bei Gliese 581. Denn wenn man sich in eine Mikrowelle legt, wird man zwar warm, aber man wird nicht satt. Wir brauchen die Energie in der richtigen Form, so wie sie von den Molekülen auch verwendet werden kann. Es darf aber auch nicht zu viel sein, sonst verbrennt alles. Der Planet muss die richtigen Eigenschaften haben. Das heißt, er muss schwer genug sein, damit er eine Atmosphäre hält. Das ist zum Beispiel beim Mars ein Problem. Der hat nur ein Zehntel Erdmasse. Der ist, ich sage immer gern, der ist inkontinent. Der konnte nichts halten, nämlich auch seine Atmosphäre nicht. Er muss sich schnell genug drehen, der Planet, dass also nicht immer nur eine Seite gebacken wird und die andere erfriert. Und solche Eigenschaften gibt es eine ganze Reihe. Und was ist eigentlich der G-Stern-Chauvinismus und der Kohlenstoff-Chauvinismus? Oh je, jetzt will ich keine Vorlesung halten. Also die Sonne ist ein G-Stern, das ist ein sogenannter guter Stern. Sie ist genau in ihrem Spektralbereich, also das Licht, was sie abgibt, ist im sichtbaren Bereich. Das Maximum ist im grün-gelben. Das ist ein typischer G-Stern. Die Sonne eben mit einer Sonnenmasse, das ist ein G-Stern. Und der G-Stern-Chauvinismus sagt nun,
Leben kann eigentlich nur um G-Sterne herum sein. Die kleineren Sterne sind leuchtschwächer und deren Spektrum ist mehr im roten Bereich. Die geben also nicht die richtige Form von Energie ab. Die großen Sterne leben zu kurz. Also ein schwerer Stern ist wesentlich, der lebt nur vielleicht 10 oder 15 Millionen Jahre, dann ist er weg. Und außerdem ist er viel zu heiß. Das heißt, sein Spektrum ist im Wesentlichen im Blauen oder im Ultravioletten. Mhm. Das ist natürlich eine Katastrophe für Moleküle, wenn die ständig bombardiert werden. Wir wissen es alle vom Sonnenbrand, was für eine Wirkung das hat. Und Kohlenstoffchauvinismus geht nun darauf zu sagen, gucken wir uns das Periodensystem der Elemente an. Das halte ich übrigens nach wie vor für eine der größten Entdeckungen der Menschheit, dass wir wissen, es gibt keine anderen Atome als die Elemente, die wir im Periodensystem der Elemente feststellen. Wissen wir das oder glauben wir das? Es gibt keine Lücken. Es gibt keine Lücken. Es gibt keine Lücken. Also das wird man in 500 Millionen Jahren auf der Erde den Kindern noch in der Schule beibringen. Das Periodensystem der Elemente ist vollständig. Das heißt, der Außerirdische, und das ist meine These, könnten noch welche sein. Aber die sind instabil. Die sind eher instabil. Der Außerirdische ist gewissermaßen auch nur ein Mensch, weil er besteht nämlich aus den gleichen Atomen wie wir. Und da gibt es nur eine Elementsorte, die in der Lage ist, lange Kettenmoleküle zu bauen unter vernünftigen Bedingungen, nämlich in entsprechend Temperatur und Dichte, und das ist Kohlenstoff. Silizium kann das im Prinzip auch, macht aber keine Doppelbindung. Und stellen Sie sich vor, Sie würden Siliziumoxid ausatmen statt Kohlendioxid. Da würde hier alles voller Sand sein. Also insofern, Chauvinismus heißt der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Dann hätten wir keine Klimakatastrophe, sondern eine Massenkatastrophe. Dann wäre hier also knochentrocken wäre dann unser Humor in jeder Hinsicht. Ja. Und also diese Einschränkungen G-Stern und Kohlenstoff sagt einfach nur im Grunde genommen, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum. Das heißt, das wissen wir. Das ist unsere Hypothese, mit der wir arbeiten. Ja. Also ich würde das... Das wissen wir nicht, aber davon gehen wir aus. Und man kann mit einigem Grund davon ausgehen, bis wir nichts anderes wissen. Ja. Aber ein Nebensatz von Herrn Lesch würde ich ganz gerne aufgreifen und sagt, der Alien oder der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Das heißt, er meint natürlich nicht das Aussehen. Wie kann man sich denn Aliens vorstellen? Sie haben ja einen Alien mal in einem Ihrer Romane, der so ein bisschen delfinartig aussieht. Aber wie stellen sich so einen Außerirdischen vor, wenn er denn mal käme oder wenn wir ihn treffen könnten? Was müsste er haben? Also er müsste er Hände haben, müsste er... Darüber kann man nur nachdenken. Ich glaube, was inwieweit dieser Satz zutrifft, der Alien ist auch nur ein Mensch, ist, dass wir mit jedem vorstellbaren, uns einigermaßen ähnlichen Wesen, das heißt, als das denkt, das über sich selber nachdenkt, das ein Bewusstsein seines Todes beispielsweise hat, das ein Bewusstsein hat, es gibt mich, es gibt andere und all diese Dinge, was wir mit dem gemeinsam hätten, dass wir ebenso wie er, dieser Außerirdische, müsste ein Gefühl für seine Endlichkeit haben, oder vielleicht ist er nicht endlich, für die Endlichkeit anderer oder für die Endlichkeit des Universums, und er müsste sich unweigerlich fragen, was mache ich hier in diesem Universum? Also ich bin hier und muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen, dass ich da bin und keine Gebrauchsanweisung und keinen Missionsbefehl mitbekommen habe, sondern das alles selber rausfinden muss. Und auf dieser Maß, glaube ich, wäre eine Verständigung zu beginnen. Das heißt aber, dann reden wir ja von zwei verschiedenen Packungen Leben, sage ich mal. Einmal das normale, das Leben, was man vielleicht, was Sie gerade erzählt haben, was man braucht. Und das andere wäre ja ein Organismus. Der muss ja schon, und da muss ja schon eine gewisse Intelligenz dahinter stehen. Ja, das eine ist die Konsequenz des anderen. Also wenn man mit ist es eine Konsequenz? Wird automatisch, warum sind zum Beispiel... Davon gehen wir aus, dass sich das eine aus dem anderen entwickelt. Dass es eine Entwicklung gibt. Das heißt, es müsste ja dann sozusagen im Weltall auch so etwas wie eine Evolution geben. Ja. Also ich würde auch denken, Leben, man kann sagen, Leben ist intelligent. Also ich denke mal... Intelligenz ist ähnlich mit Leben. Es gibt keine Definition, keine wirklich unumstrittene, was wahrscheinlich auch kein Zufall ist. Was Leben betrifft, wollte ich noch nachschieben. Ich habe mal eine ganz schöne Definition von einem Wissenschaftler gehört, der sich mit künstlichem Leben beschäftigt. Und er meinte, dass wir eine Kombination aus oder eine Gleichzeitigkeit von Dynamik und Struktur. Er hat darauf hingewiesen, der Mensch zum Beispiel tauscht alle 7 Jahre seine kompletten Körperzellen aus. Also wir alle 7 Jahre bestehen wir aus komplett neuer Materie, sind trotzdem die gleichen, also sind trotzdem wiederzuerkennen. Das fand ich einen ganz schönen Ansatz, Leben mal begrifflich zu fassen, jenseits von Stoffwechsel, DNS oder was es alles gibt, was alles in Frage gestellt werden kann. Aber ich würde denken, Leben grundsätzlich ist intelligent.
Aber wovon wir immer reden. Im menschlichen Sinn, also nicht. Also man kann, also naja, man kommuniziert ja auch mit Viren, wenn man so will. Ja, also ja, ein Virus oder eine Bakterie, ein Erreger dringt in unseren Körper ein. Das kann man, wenn man will, auch als Kommunikation betrachten. Ja, aber das ist halt natürlich nicht das, wonach wir uns sehen, wenn wir ins All gucken. Wir hoffen natürlich auf Aliens, wir hoffen auf Botschaften. Warum wie im Kontext. Warum eigentlich? Es geht doch eigentlich ganz schön hier unten. Ja, auch das ist immer dieses Argument, es gibt doch so viel hier zu entdecken, warum müssen wir ins All oder es gibt doch hier genug zu tun. Also ich denke, der Blick ins All oder auch der Aufbruch ins All hilft uns, unsere Probleme auf der Erde zu lösen. Es ist kein es lenkt nicht davon ab, sondern im Gegenteil, es hilft uns, wenn wir über Aliens nachdenken, denken wir automatisch über uns selbst nach. Wir gehen davon aus, es gibt eine Evolution des Lebens, wenn es Außerirdische gibt, die höher entwickelt sind als wir. Das ist so auch eine Vorstellung, die ganze SETI-Gemeinde antreibt, die nach also außerirdischen... SETI ist die Search for Extraterrestrial Intelligence. Intelligence in Amerika. Ja, das ist das SETI-Institut, ist in Mountain View in Kalifornien und sie suchen nach Funksignalen von außerirdischen Intelligenzen und gehen davon aus, können das auch begründen, dass wenn wir Signale empfangen, werden sie höchstwahrscheinlich von höher entwickelten Zivilisationen kommen. Und das ist natürlich auch Ausdruck der Hoffnung, dass auch wir uns weiterentwickeln können. Also wenn es andere gibt, die sich höher entwickelt haben als wir, dann zeigen sie uns vielleicht ein Bild von uns, wo wir hinkommen könnten, wenn wir es denn wollen und wenn wir es auch schaffen, so unsere internen großen Krisen zu überwinden. Das hat ja auch Konsequenzen, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit angucken, durch was für Flaschenhälse musste eine Zivilisation auf einem Planeten durch, um wirklich über lange Zeit am Leben zu bleiben und sich damit dem Universum gegenüber bemerkbar zu machen. Also nehmen wir mal an, die erste Green Bank Konferenz gab es Anfang der 60er Jahre. Da hat man zum ersten Mal in Virginia in den USA wissenschaftlich darüber nachgedacht, wie viel kommunizierende Zivilisationen könnte es in der Milchstraße geben. Und da gibt es alle möglichen Parameter, aber einer ist besonders interessant. Ja, wie lange hält denn nun so eine Zivilisation auf dem Planeten durch? 1960, tiefster kalter Krieg, war klar, Mensch, also wenn die Blöcke wirklich mal richtig zusammenrasseln, dann geht dieser Planet in einem atomaren Holocaust unter. Momentan stehen wir vor der Debatte, werden wir unseren Planeten ökologisch vernichten, dann wird von uns eben auf lange Sicht auch nichts mehr übrig bleiben. Es gibt also Flaschenhälse, durch die eine Zivilisation in einem Planeten durch muss, um tatsächlich einen Stand zu erreichen, dass sie sich dem Universum über längere Zeit bemerkbar machen kann. Deswegen natürlich die Hoffnung, wenn die anderen tatsächlich auf dem gleichen Frequenzband piepen, wie wir hoffen, dann sind das Leute, die haben die ganze Klimaproblematik auf ihrem Planeten hinter sich, die sind nicht mehr so geldgierig wie wir, die sind auch nicht mehr so bekloppt, dass sie also verschiedene Ideologien gegeneinander schießen, sondern das sind weise Männer und Frauen, die uns dann sagen werden... Oder vielleicht sogar ein drittes Geschlecht. Oder ein drittes Geschlecht. Ja, dann wären wir ja wieder bei Plato. Die werden uns, die teilen uns dann mit, wie wir diese Probleme zu lösen haben. So ein bisschen so wie Meister Yoda. Ja, genau. Aber warum sind denn dann alle Science-Fiction-Filme immer kriegerische Filme? Es gibt ja dieses Denken... Weil das ein Film besser macht. Weil das ein Film besser macht. Ja, also erstmal, in der Geschichte braucht immer einen Konflikt. Ja. Sonst ist es wird's nicht spannend. Und auch gut und böse. Ja, und das, also Sie können nicht einen Roman schreiben über jemanden, dem es einfach nur 200 Seiten lang gut geht. Will niemand lesen. Schwierig. Sondern wenn jemand, der in Schwierigkeiten steckt und die dann meistert womöglich oder dran zugrunde geht oder irgendwie sowas. Und im Film, da muss es knallen und krachen, dafür geht man ins Kino. Ja. Das heißt, das hat aber dann nichts zu tun mit dem, was man vielleicht ernsthaft darüber nachdenkt, wie außerirdisches Leben aussehen könnte. Ja, doch, hat es auch. Also es ist gerade ein Buch erschienen von einem amerikanischen Forscher, der hat auch der SETI-Gemeinde einige Defizite vorgeworfen. Mhm. Eins davon ist, dass sie immer nur nach Funksignalen gucken und die Möglichkeit eines direkten Kontaktes außer Acht lassen, der natürlich auch schwieriger, auch unwahrscheinlicher ist, aber völlig ausschließen kann man das auch nicht, dass Wesen mit Raumschiffen oder mit Sonden zu uns unterwegs sind. Und das andere Defizit... Das schließen Sie auch nicht auf? Nein. Aber das müsste doch... Wenn wir am Anfang gesagt haben, dass wir doch schon relativ viel wissen von der erdnahen, sagen wir mal 20, 30 Lichtjahre ist ja nicht so weit, dann müssten die ja Ewigkeiten unterwegs gewesen sein. Ja,
Also kommt drauf an, wie schnell sie fliegen. Also wir haben über Lichtgeschwindigkeit können sie nicht fliegen. Über Lichtgeschwindigkeit oder nicht. Also aber man maximal mit Lichtgeschwindigkeit. Aber dann müssten es ja Geister sein. Aber das ist der Punkt. Also das andere Defizit, das wollte ich noch ergänzen, ist halt die, dass die Aliens immer freundlich sind. Das ist in der SETI-Gemeinde auch eine verbreitete Annahme. Mhm. Auch dafür gibt es keinen wirklichen, das kann man nicht wirklich belegen. Ja. Genauso gut kann es sein, dass über interstellare Kriege um uns herum toben und wir nehmen es nur noch nicht wahr. Aber dieser Punkt, dass die Sonden lange unterwegs sind, das spielt dann keine Rolle, wenn es eine Lebensform ist, die möglicherweise technisch basiert ist, was ich glaube. Also ich denke mal, die Evolution geht in die Richtung hin, dass man technische, künstliche Intelligenz schaffen wird. Und die kann man so konstruieren, dass die für die ein paar tausend Jahre im All keine Rolle spielen. Vielleicht sind die so, werden in so einen Ruhezustand versetzt und wachen erst auf, wenn sie ein nächstes Sternsystem erreichen. Das wäre dann eine Hoffnung wie ewiges Leben im Prinzip oder sagen wir sehr, sehr langes Leben. Ja, das halte ich auch für eine Hoffnung. Ich denke mal, das ist das, was uns fehlt. Wir sind im Moment immer noch sehr kurzfristig orientiert, sehr egozentrisch, wenn man so will. Also die Menschen kümmern sich um sich selbst, um ihre eigene Generation, vielleicht ihre Kinder und Kindeskinder, aber wir sind im Moment nicht in der Lage, Projekte zu planen, die über mehrere Generationen gehen. Also wir fühlen uns nicht verbunden mit unseren Nachkommen in 500 Jahren oder in 1000 Jahren. Und ich denke, wenn man von der Höherentwicklung der menschlichen Kultur spricht, dann ist das eine Richtung, in die es gehen müsste, dass man langfristiger denkt, langfristiger plant, langfristiger empfindet. Sie schreiben ja an einer Stelle, dass wir wieder in einer sozusagen antikopernikanischen Wende leben. Also dass wir natürlich nicht mehr allein sind, also die Erde ist nicht mehr das Zentrum und die Sonnen gehen drumherum, aber das wäre denn oder die einzige. Es war ein bisschen polemisch und es hat sich auch ein bisschen geändert. Also das Buch habe ich geschrieben, also der letzte Antrieb, der mich dazu gebracht hat, das zu schreiben, das ist ja auch immer eine Kraft, auch so ein Buch zu machen. Das wird echt, das wissen alle in der Runde. Aber das war der Absturz der Raumfähre Columbia. Also ich dachte, da sind jetzt 7 Menschen gestorben und eine Milliardentonne Raumfähre ist zerstört. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie da oben gemacht haben. Die waren 14 Tage im All gewesen, haben da geforscht, aber es war sehr abstrakt, es war ganz weit weg von den Menschen. Außer ein paar Experten wusste niemand Bescheid. Und ich hatte das Empfinden, das kann nicht so weitergehen. Wenn wir Raumfahrt betreiben, wenn wir uns dazu entschließen, das zu machen, dann muss es ein klares Ziel geben. Und das Ziel ist halt, also man betreibt Raumfahrt, um ins All zu gehen, zu anderen Welten. Die Politik aber hat in den letzten 30 Jahren, also insbesondere in Deutschland, aber ich glaube, es war auch in den USA nicht wesentlich anders, war immer der Grundsatz, Raumfahrt ist für die Erde. Also es muss der Erde nutzen. Letztlich hieß es aber auch, es muss den Markt nutzen. Also es war immer die Kommerzialisierung stand im Mittelpunkt. Es war sehr anwendungsorientiert und eben sehr kurzfristig. Ja. Also wenn man profitable Projekte haben will, dann denkt man über 5 Jahre bis jetzt, vielleicht. Ja, bis jetzt gibt es ja im Weltraum noch kein Geld und keine Waffen. Aber Sie sind ja der Experte für das Spekulative. Wie reist man überhaupt im Weltraum? Also wenn man doch sehen, wir haben diese riesige Rakete, ja, wie kommen wir denn nun auf Planet 581 CE, wenn es nun das wäre, wie kommen wir da hin? 20 Lichtjahre. Sagen Sie es. Ja, das muss ich jetzt auch in 2 Minuten sagen. Sagen Sie es. Wie geht's? Also es gibt auch da verschiedene Hürden, die zu überwinden sind, wobei das jetzt ein Raumfahrtexperte natürlich bei dem ich dann abschreiben würde, die Fakten besser erklären könnte. Wir leben auf dem Planeten immer in einem Gravitationstopf gewissermaßen. Da müssen wir immer raus, um irgendwas zu unternehmen. Da haben wir bis jetzt Raketen. Das ist eine relativ aufwendige Geschichte. Es hat aber den Vorteil, dass es im Vakuum funktioniert. Weil man hat da nichts, woran man sich festhalten kann. Also keinen Wind, durch den man segeln kann und so weiter. Es gibt jetzt spekulative Konzepte, wie zum Beispiel den Fahrstuhl ins Weltall. Wenn man ein Seil weit genug in den Weltall spannt, dann bleibt es oben, wie im indischen Seiltrick. Und dann könnten sie mit einer Aufzugskapsel daran hochrollen. Und mit welcher Technik gebaut? Das Problem ist eben, dass es ein sehr langes Kabel sein müsste. Es müsste 40.000 Kilometer lang sein. Es müsste auf der Erde verankert sein. Am Ende vielleicht noch so ein kleines Gewicht, damit es auch straff gespannt ist. Das ist auch eine ziemlich lange Strecke. Also wenn Sie einen Aufzug haben, der mit Schallgeschwindigkeit fährt, sind Sie trotzdem ziemlich lang unterwegs.
Aber im Prinzip wäre das die energiegünstigste Methode, um ins Sachen ins All zu transportieren. Sie Bern, Ihr Kollege, hatte ja schon sowas Ähnliches. Das hat er ausnahmsweise mal nicht vorhergesagt. Das ist eine Idee, die, glaube ich, in den 60ern aufkam. Ja. Aber kann man doch da nicht Menschen reinsetzen, ein Raumschiff? Die werden, da müssten wir ja in der Tat Städte, Besiedlungen und alles in so ein Raumschiff reinbauen. Das ist eine Idee, die Oder gibt es diesen Trick, den ich meine, in so einer BBC-Dokumentation, dass das eigentlich gar nicht so weit ist, weil der Raum ja gekrümmt ist und dass man da von der einen Seite zur anderen, das gibt's nicht. Das ist nur Mathematik, das ist da. Also da muss man den Raum entsprechend krümmen, damit man den Raum entsprechend krümmt. Aber der Raum ist ja gekrümmt. Nur da, wo Massen sind. Massen ist so flach und das Universum im Ganzen ist flach wie ein Brett. In der Tat ist es so, dass man da aus dem Problem der großen Distanzen nicht rauskommt. Ja. Was viel interessanter ist, sich vorzustellen, man hätte tatsächlich eine Maschine, mit der man, sagen wir mal, annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte oder flöge, man beachte den Konjunktiv, dann hätte man ein Problem am Hals, weil dann hätte man keine Verbindung mehr mit nach Hause. Genau. Ja, also das heißt, man kommt da irgendwo an, macht unglaubliche Entdeckungen, aber weil man in der Zwischenzeit nahezu mit Lichtgeschwindigkeit geflogen ist und die Relativitätstheorie, schlimm für die zu Hause geblieben, funktioniert im All, da sind wir bombensicher. Das bedeutet, zu Hause sind 7.000 oder 8.000 Jahre vergangen, während man selber gerade 4 Jahre hinter sich gebracht hat. So. Und dann kann man es keinem mehr erzählen. Das heißt, die Kameraden, die hier herkommen, wenn wir wirklich Besuch hätten von Außerirdischen, die sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen, die haben keine Freunde mehr zu Hause, die haben keine Heimat mehr. Deswegen ist es auch nicht unbedingt Aber ihre Konten sind ins Unermessliche gewachsen. Wahrscheinlich, genau, das wissen wir. Das wissen wir, sind ins Unermessliche gewachsen, aber die können es nicht ausgeben. Wir haben keine Einkaufspassage. Das heißt, wenn es Wesen wären, die wären ganz allein. Die wären hier auf die Erde oder die würden auf die Erde kommen, um hier zu bleiben, möglicherweise hier diesen Planeten materialmäßig auszunutzen, vielleicht auch um das organische Material irgendwie zu verändern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dann hierher kommen und die große Weisheit über den Planeten ausschütten, weil die haben wirklich eine Fahrt hinter sich, die nicht unbedingt zu den angenehmsten gehört. Man stellt sich vor, man würde also in so einer riesengroßen Kugel durchs Weltall fahren. Man kann die Leute, mit denen man die ganze Zeit da unterwegs ist, irgendwann nicht mehr sehen. Es gibt keine Türen, die man zuschlagen kann. Es macht nur also, wie man sich vorstellt. Also der ganze Frust, den man hat, der muss ja irgendwie raus. Das heißt also, die Konsequenz, irgendwie ist doch das Weltall dann doch leer und wir kommen nicht weiter als, sagen wir mal, zum Mars. Es ist auf jeden Fall saumäßig schwierig. Ja. Und für einen Planeten ist es in gewissermaßen sowas wie ein kosmischer Generationenvertrag. Wenn wir jemanden wegschicken wollten, also nicht irgendwelche Maschinen, sondern wir wollten wirklich sagen, wir schicken Menschen zu irgendeinem anderen Stern, dann müssen wir die in einem großen Generationenraumschiff ausrüsten mit allem, was wir haben, allem, wir und sagen, immer. Freunde, macht es gut und tschüss. Ja. Aber die können auch gar nicht mehr Signale könnten die ja noch weiterreichen, wir sind jetzt da und da, das wird halt entsprechend lange dauern, bis es dann hier auf der Erde ankäme, aber wir könnten eben nur über diese unglaubliche Verzögerung mit denen kommunizieren, was bei Gliese ja noch kein Problem wäre. Gott, da wird man 20 Jahre warten. Wie geht's euch? Ja, genau. So, 40 Jahre später hören wir, es geht uns nicht. Houston, we have a problem. Aber das wäre nicht mehr zu lösen. Die müssten dann zusehen, wie sie klarkommen. Deswegen ist die Idee, dass wir eher mit außerirdischen Technologien zusammentreffen werden, eigentlich schon die vernünftigere. Wenn die anderen nämlich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen so clever sind wie wir, dann schicken die doch keine von ihren eigenen Organismen zu uns, sondern die werden uns ihr entsprechendes Betriebssystem schicken, vielleicht mit dem Computer, den wir dann hier zusammenbauen können. Und dann sehen wir auf einem anderen Planeten, gibt es auch Leute. Das wären dann Funksignale. Funksignale oder beziehungsweise Gedanken. Sind Gedanken. Das könnte ja zum Beispiel ein Medium sein, auf dem zum Beispiel das gespeicherte Wissen dieses Planeten in irgendeiner Art und Weise dargestellt ist. Deren Musik wäre ganz wichtig zu wissen, was für eine Musik machen die. Welche Märchen erzählen die ihren Kindern, welche Bilder malen die so. Alles, was sie an Persönlichkeit auszeichnet, denn die Naturgesetze sind bei denen die gleichen wie bei uns. Das heißt, dann ist da die würden dann vielleicht irgendwelche Geruchskompositionen senden, die wir gar nicht riechen können. Dann ist ja wir hatten letzte Woche eine Sendung über die Romantik. Ne? Dann ist ja der Weltraum der romantischste Ort überhaupt. Bestimmt. Oder das Denken darüber. Ja. Aber jetzt nochmal, Herr Lesch, noch eine Nachfrage. Ja. Braucht denn die Wissenschaft bemannte Weltraumfahrt? Oder könnte man nicht sagen, wir schießen jetzt, sagen wir mal, ein Teleskop auf den Mond, dann haben wir diese Umweltverschmutzung nicht mehr, dann sehen wir noch weiter und dann rechnen wir das mit unseren totalen, tollen Computern zusammen. Also jetzt kleine Vorrede, jetzt hole ich mir erstmal den Zaum vieler meiner Kollegen an den Hals. Ich plädiere natürlich auch für die bemannte Weltraumfahrt, weil ich denke, dass nur das authentische Erleben von Menschen
uns tatsächlich sagen kann, was auf einem anderen Planeten los ist. Wir können noch so viele Maschinen dahin schicken, die können noch so schöne Bilder machen. Solange nicht einer oder eine von uns da oben rumgelaufen ist, glauben wir es nicht. Mhm. Wir glauben es ja noch nicht mal, wenn es jemand gemacht hat. Das heißt ja immer noch, eine Mondlandung gab es überhaupt nicht und so weiter. Insofern würde ich erst mal sagen, grundsätzlich ist für die Darstellung von Wissenschaft ein bemanntes Unternehmen im Weltall hat eine ganz andere Qualität als ein unbemanntes. Immer. Und mehr als die ISS jetzt. Viel mehr. Also, was wir momentan haben, würde ich auch sagen, die Weltraumfahrt hat meiner Ansicht nach das große Problem, dass sie zu so einer Art von Antragswissenschaft geworden ist. Damit man da oben hinkommt, muss man halt einen Antrag stellen. Ja. Was wir brauchen, stimme ich Ihnen völlig zu, wir brauchen ein klares Ziel. Wir wollen zum Mars zum Beispiel. Das ist ein klares Ziel. Vorher sollten wir mal zum Mond wieder gehen. Der amerikanische Präsident hat es ja gesagt, wir wollen zum Mars. Ja. Man glaubt es ihm bloß nicht so richtig. Ja, gut. Aber das hat vom Ziel her, also wenn man es sozusagen vom Ende her denkt, eine völlig andere Qualität, als wenn da ein wissenschaftlicher Baustein nach dem anderen zusammengebaut wird. Das hat auch didaktisch, also für die Faszination Wissenschaft, wenn es um Jugendliche geht, eine ganz andere Qualität, wenn jemand da oben war und kann erzählen, wie es gewesen ist. Ich meine, das ist das Phänomen mit diesem Foto, dass wir, als wir zum ersten Mal den blauen Planeten wirklich in Wirklichkeit als Foto gesehen haben, hat sich aber die Erde ganz anders verhalten. Ja, also da ist Greenpeace entstanden. Wir sind ja ganz allein, wir müssen auf uns aufpassen. Es ist nicht die Neugier entstanden, da rauszugehen, den Mars jetzt zu besiedeln. Das wirkt natürlich alles zurück. Man kann nichts erforschen, ohne dass es ein Das war ja so toll bei Apollo 8. Das waren ja die Ersten, die Erde als Ganzes gesehen haben. Das war ja kurz vor Weihnachten 68. Ja. Die kamen dann da oben an und es war Weihnachten. Und dann sahen die, wie dieser herrliche blaue Planet da über dem Mond aufgeht. Die wussten ganz genau, das Beste ist, wir fliegen wieder nach Hause, denn das ist ein Paradies. Das war ihr größtes Erlebnis. Also gut, jetzt sind wir bei Ihnen wieder. Da wohnen Menschen auf dem Mars, ne? In Ihrem Mars-Projekt. Da sind die Kinder, die Hauptpersonen, die bei Ihnen im Roman spielen, sind Kinder, also Jugendliche, sagen wir mal. Und die sind auf dem Mars geboren, die ersten Mars-Kinder. So, das hat Konsequenzen. Jetzt soll diese Mars-Siedlung soll geräumt werden, weil die Erdregierung, es gibt eine Weltföderation, die Erdregierung hat kein Geld mehr, sagt, das interessiert mich nicht mehr. Ne? Jetzt können die aber nicht mehr zurück. Zum Beispiel das eine Mädchen, dessen Lugge hat sich verändert. Jetzt verraten Sie mal nicht alles, vielleicht wissen Sie, was das ist. Die kam aber nicht mehr zurück. Das heißt, verändern wir uns als Menschen, wenn wir so eine Siedlung auf dem Mars haben? Und werden wir nicht Supermenschen, sondern Menschen, mit denen man dann nur noch über E-Mails und andere kommunizieren kann und wir sie nicht mehr besuchen können? Ja, man muss sich das viel konkreter vorstellen. Das versuche ich szenarisch auszumalen, welche Auswirkungen das hat. Und es ist mir im Verlauf des Schreibens auch erst selber gedämmert, was habe ich denn da angefangen? Jugendliche, die auf dem Mars geboren sind. Und es sind bloß vier, weil man das Projekt dann gestoppt hat. Und das heißt, diese vier auf dem Mars aufgewachsenen Kinder, die natürlich anders sind, weil sie eine ganz andere Erfahrungswelt haben. Die leben da in dieser kleinen Siedlung da unter dem Marsboden, sind es nur gewöhnt, draußen im Raumanzug rumzulaufen. Und die Vorstellung, auf der Erde leben 12 Milliarden Menschen und die gehen einfach so unter freien Himmel und da hat es dann Luft und Wasser kommt aus vom Himmel runtergefallen und so weiter und Bakterien hat es da um sich herum. Das ist für die was ganz Fremdartiges. Insofern haben die sich natürlich schon verändert. Und wenn man das mal konsequent durchspielen würde, was denn das kostenaufwandmäßig, wie groß muss eine Mars-Siedlung sein, damit sie wirklich funktioniert? Ja. Ne? Sie muss eine gewisse Mindestgröße haben, da müssen ökonomische Prozesse laufen, wie viel muss da jeder arbeiten? So, das habe ich auch nur näherungsweise machen können, weil das eine Doktorarbeit wäre. Das sind ein paar hundert Leute, die da leben. Die leben ja dort so, wenn man so will, wie in einem Dorf. Sie haben Häuser aus Stein unter der Erde, sie gehen raus mit Raumanzügen, sie haben eigene Weizenanlagen, ein paar Hühner gibt es, aber sonst keine Tiere. Ja, es gibt auch Apfelbäume und Apfelbäume, so weiter. Auch andere Bäume und sie sind Selbstversorger. Aber das Projekt in Ihrem Buch ist bis auf 1 Million ausgerichtet. Also 1 Million Menschen müssten dort leben, um sozusagen das Ganze dann als Terraforming, also eine neue Atmosphäre um den Planeten zu bauen. Das war irgendwie so mal das ursprüngliche Projekt, so ganz kühn in den Raum gestellt, der Mars wird besiedelt und dann hat man den einfach zwei Fusionsreaktoren locker zu versorgen. Also das, was sie jetzt haben, ist Energie, so viel sie wollen, mehr als sie brauchen können und viel Platz und sonst aber nichts. Und
ich habe so das Gefühl, wenn man das mal genau nachrechnen würde, würde man auf etliche Sachen stoßen und man sagt, oh, der Esch macht da, dass ich jetzt aber sehr zu seinen Gunsten verschätze, damit er dort eine Geschichte spielen lassen kann. Dass vieles, was ich so nebenbei so als, ja, das ist halt so und das geht so, löse, weil ich einfach weiterkommen muss mit dem Abenteuer, um das es ja im Wesentlichen geht, dass das in Wirklichkeit nicht so einfach wäre. Mhm. Und das wäre übrigens etwas, was ich mal sehr interessant fände, aus einem ganz anderen Gesichtspunkt, was dann auch wieder auf uns zurückwirken würde. Nämlich so ein Habitat im Weltraum, das mal komplett durchzurechnen. Mhm. Weil das, was dieses Habitat kostet, das ist das, was uns die Erde gratis gibt. Ja. Ja. Das würde den Faktor Umweltschutz auf eine ganz neue finanzielle, ökonomische Basis stellen. Das ist auch eine Antwort auf Ihre Frage, ob bemannte Raumfahrt, was sie wissenschaftlich bedeutet oder was sie uns an wissenschaftlichen Erkenntnissen bringt. Vielleicht kann man Astronomie und Planetenkunde mit Robotern betreiben, aber man kann ja auch das als soziologisches Experiment sehen. Wir haben wirklich die Chance, da im Weltraum Siedlungen zu errichten und auf einer völlig anderen Grundlage, also auf eine ganz andere Grundlage stellen. Hier auf der Erde kann man den gewachsenen Strukturen ja kaum entkommen, also den geschichtlich gewachsenen Institutionen, die wir hier haben. Aber halt ins Weltall umziehen, auf einem anderen Planeten eine Siedlung errichten, ist so eine große Schwelle. Man muss wirklich sehr genau überlegen, was man mitnimmt. Und nicht nur das materielle Gepäck, sondern eben auch das geistige Gepäck. Ja. Und ich habe es in dem Buch geschrieben. Also bisher gibt es weder Waffen, das heißt ausnahmsweise gab es doch Waffen, aber die waren hatten den Zweck. Einer hat dann mitgenommen, so ein Russe, der wollte dann so eine... Alexei Leonov, ja, das war aber für den Fall, dass sie irgendwo in Sibirien landen und auf die Werbung warten müssen. Da wollten sie sich gegen wilde Tiere verteidigen können. Ja. Aber Geld und Waffen, es wiegt viel und man braucht es da oben erstmal nicht. Und ich finde es unglaublich spannend zu gucken, wir errichten eine Siedlung auf dem Mars von mir aus und versuchen so lange wie es geht, ohne Geld auszukommen und gucken mal, vielleicht gibt es irgendwann tatsächlich den Zwang, so etwas einzuführen, weil die Siedlung so groß geworden ist, dass man sie vielleicht anders nicht mehr verwalten kann. Aber lass uns auch mal versuchen, das anders zu machen. Mhm. Und auch ohne Waffen. Also, obwohl in dem Roman, in dem Mars-Projekt kommt es ja auch drin vor. Da werden dann Werkzeuge eingesammelt, weil man sie natürlich als Waffen verwenden kann. Ja, aus der Küche. Messer, ja, Lasergeräte. Aber trotzdem kommen die Kinder ja durch. Aber wir wollen den ganzen Roman. Es kommt ja, ist ja vier Teile jetzt schon. Also ich wette, spätestens dann, wenn wir Nachrichten vom Max kriegen, also vom Mars-Aktienindex. Also jetzt hat es geklappt. Aber, aber nochmal, bevor wir so ins ganz Alltägliche abgleiten, wenn wir doch da rausfahren, Sie schreiben in Ihrem Buch, im Weltall stehen alle unsere Regeln zur Disposition, wahrscheinlich auch die politischen. Wird das dort denn eine Wiederholung der Geschichte werden, wenn wir dort siedeln? Also nehmen wir mal das im Mars, wir hätten da so eine Siedlung, ist die demokratisch verfasst? Wird es dort einen Despoten geben? Werden wir sozusagen im Weltraum die Antike? Das ist das Aufregende. Wir haben eine ungeheure Chance, das anders zu probieren. Und für mich ist das eigentlich auch das Hauptmotiv, warum fliegen wir zu anderen Planeten, um es da besser zu machen als hier. Also sonst gibt es keinen zwingenden Grund, denke ich mal, dass da quasi eine zweite Erde in dem Sinne einzurichten, dass wir den Status quo fortsetzen, so wie hier mit allen unseren Problemen, das macht wenig Sinn. Also wenn, dann sollte wirklich der unbedingte Wille dahinter stehen, das besser zu machen, was auch immer das dann heißt. Und ob es gelingt, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, versuchen sollte man es. Also so wie Rosa Luxemburg das gesagt hat. Ja. Man kann dahinter sagen, wir haben es gewagt. Ja. Wir sind vielleicht gescheitert, aber immerhin. Ich habe mir mit meinem Kollegen Willi Vossenkuhl schon mal darüber Gedanken gemacht, über die Ethik einer raumfahrenden Zivilisation. Ja. Und es ist ja ganz schwierig. Solange die in dem Raumschiff unterwegs sind, dürfen die nicht böse sein. Nee. Da darf keiner ausrasten in dem Raumschiff. Dann, wenn die Hülle des Raumschiffs beschädigt ist, dann kann es bedeuten, dass die ganze Mission zu Ende ist. Das heißt, diejenigen, die da wirklich unterwegs sein sollten, die müssen gut sein, solange sie unterwegs sind. Die dürfen sich also keine Aggressionen erlauben, beziehungsweise sie müssen sich abreagieren. Die einzige Möglichkeit, die wir heute eigentlich dafür bereitstellen, ist sowas wie eine virtuelle Realität, dass man die Leute zwischendurch immer mal in Abenteuer reinschickt, sodass sie ihren Hormonspiegel da einigermaßen beruhigen können. Aber ich würde auch sagen, in dem Moment, wo man beginnt, wo man praktisch ein weißes Blatt Papier hat, und jetzt beginnt man das Schulheft von vorne, erste Seite. Was macht man jetzt? Man versucht das natürlich am Anfang besser zu machen. Und solange nicht klar ist, welche Ressourcen so ein Planet zur Verfügung hat, wird man so vorsichtig wie möglich sein, weil man einfach weiß, wenn wir hier einen Fehler machen, ist die Sache sofort gelaufen. Wir haben kein Rettungsraumschiff, um uns alle irgendwo wieder nach Hause zu bringen. Mhm. Das bedeutet eine unglaubliche ethische, also eine Forderung an die Moral derjenigen, die da unterwegs sind und wie Menschen sich unter Druck verhalten.
Das wissen wir nicht immer ganz genau. Wir können zwar solche Tests machen, aber wie das auf lange Zeit mit denen ausgeht, das wissen wir nie genau. Mhm. Das heißt also, das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Abenteuer, ein riesengroßes Projekt. Wenn es mal losgeht, dann lässt man sich auf etwas ein, wo man eben nicht weiß, was dabei rauskommt. Aber Sie als Wissenschaftler würden es auch favorisieren. Wir würden sagen, ja, das müssen wir tun, das sollten wir tun. Es bleibt uns im Grunde gar nichts anderes übrig. Ja? Also jetzt mal auf die ganz lange Sicht betrachtet. Jetzt hole ich mal den Astronomen raus. Irgendwann wird die Sonne anfangen, so heiß zu werden, dass dieser Planet hier nicht mehr bewohnbar sein wird. Man hat ja manchmal jetzt schon so das Gefühl. Ja, das genau, aber es noch, das wird sich hoffentlich auch wieder aber gut. Ja. Also, obwohl der Treibhauseffekt summa summarum natürlich eine notwendige Voraussetzung für einen Planeten ist, damit es überhaupt zu Leben kommt. Es. Aber der natürliche Treibhauseffekt, der andere, der muss zumindest nochmal genauer bedacht werden. Nun, das heißt, alles, was damit zusammenhängt, hat die Komponente Vorsicht. Also ein solches Projekt würde sicherlich bei denjenigen, die auf so einem Planeten landen, sowas wie Ehrfurcht hervorbringen müssen. Die müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, ansonsten ruinieren sie sich selber. Es bleibt uns im Grunde genommen, um wieder auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, deswegen nichts anderes übrig, weil die Sonne wird heiß werden. Das heißt, die Erde wird, die habitable, die bewohnbare Zone wächst nämlich nach außen mit dem zunehmenden Alter des Sterns. Der Stern wird immer heißer. Und irgendwann wird der Mars in der habitablen Zone sein. Dann ist das sozusagen, müssen wir so lange warten. Für eine gewisse Zeit wird der Mars der richtige Planet sein. Ja. Wobei nach wie vor das Problem existiert, der hat zu wenig Masse. Wir müssten ihn im Grunde genommen aus dem Innern aufheizen, damit er entgasen kann, damit er eine Atmosphäre auch ständig nachliefert. Ja. Das kennt man ja aus der Erdgeschichte alles. Das heißt, das ist ohnehin ein riesentechnischer Aufwand. Aber wenn überhaupt, dann geht es nur da, denn die Venus ist jetzt schon 450 Grad heiß, da geht gar nichts. Und auf ganz lange Sicht kann eine Art von Leben nur dann im Kosmos überleben, wenn sie es schafft, zu anderen Sternen zu kommen. Das ist tatsächlich auf lange Sicht die einzige Möglichkeit. Aber lange Sicht heißt mehrere tausend Millionen. Millionen. Also ich würde mal sagen, deutlich über eine Legislaturperiode. Also, auf den Punkt zu bringen. Wir müssen bald schon zum Ende kommen, aber es macht nichts. Ich will gerne da noch in diesen Gedanken einbringen. Wer sagt uns denn, dass wir nicht schon das Resultat einer solchen Entwicklung sind? Tja. Man geht auf diesen anderen Planeten. Die Ersten, die dort ankommen, die sind Ehrfurcht und so weiter. Ja. Die dort aufwachsen, für die ist das schon zu Hause. Ja. Das heißt, da kommen dann die normalen menschlichen Eigenschaften wieder zum Vorschein, die wir ja mitnehmen. Also da bin ich etwas, immer müssen die Science-Fiction-Autoren die Warner sein, aber es ist heute so, dass die Wissenschaftler die Optimisten sind und die Science-Fiction-Autoren immer die Haare in der Suppe finden. Wir nehmen unsere menschliche Natur mit, die nächste Generation, die übernächste Generation. Ich würde sogar sagen, das gerät in Vergessenheit. Irgendwelche, gerade dieser Druck, unter dem das alles steht, womöglich sind irgendwelche Ressourcen knapp, fördert dann eher so Regime, wie wir sie eigentlich heute nicht haben wollen. Also Demokratie hat immer auch was mit Wohlstand, mit Sicherheit zu tun. Und nach 1000 Jahren ist vielleicht die Herkunft vergessen, oder nach 3000 oder nach 10.000. Und man sagt dann, ja, komisch, wissen wir, also irgendwie gibt die Evolutionstheorie und so weiter, aber irgendwie passen so ein paar Sachen vielleicht nicht zusammen. Vielleicht hat man den Planeten auch genetisch angepasst. Irgendwann ist man wieder so weit, sagt, wir müssen zu den Sternen. Besiedelt wieder irgendein großes Habitat, das man losschickt, das dann den nächsten Planeten besiedelt. Das kann schon seit Jahrmillionen so laufen und wir vergessen es immer wieder. Und dann wäre das Universum bewohnt und zwar von Menschen. Ja, dann wäre es von Menschen bewohnt. Wir bewohnen es ja sowieso schon. Aber jetzt nochmal zu Ihrer Marssiedlung zurück. Religion spielt dort keine Rolle. Also zumindest nicht die etablierten Religionen. Ist das Weltall leer? Gibt es diese Frage nach Gott, wenn wir immer weiter rausgehen, nicht mehr? Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Also es spielt jetzt in dem Roman nicht so die Rolle. Es gibt dort im nächsten Band, wenn Sie dann den zweiten Band lesen, da gibt es dann einen Friedhof dort. Und da sind dann auch diverse religiöse Symbole erwähnt. Aber das spielt jetzt einfach in diesem Zusammenhang. Hat sich das nicht angeboten. Also spielt in etlichen meiner Romane eine Rolle, Religion, aber in diesem Fall zufällig nicht. Weltall ist leer, der Himmel ist leer. Ja. Also ich würde sagen, nochmal auf den Punkt zu kommen mit dem Prinzip der Durchschnittlichkeit. Wir wissen ja aus unserer eigenen Geschichte den großen Unterschied zwischen Entdeckern und Entdeckten. Die Entdeckten zu sein, kann häufig ganz gewaltig in die Hose gehen für diejenigen, die da also entdeckt werden. Und die Entdecker sind häufig nicht so die wirklichen Guten. Die Entdeckten sind häufig verschwunden.
Und in diesem Sinne kann es fast besser sein, von den Außerirdischen nicht entdeckt zu werden, wenn die nämlich so sind wie wir. Wenn wir der kosmische Durchschnitt sind, dann ist es vielleicht besser, nicht entdeckt zu werden. Und was die Frage nach Gott betrifft, das weiß ich nicht. Es wäre interessant zu wissen, an was Außerirdische glauben. Das ist die letzte Frage an Sie. Wann geht's los? Wann werden wir eine Prognose? Wir werden es nicht überprüfen. Wann geht's los? Wann fliegen die ersten Menschen zum Mars? Könnte in den 30er Jahren geschehen. Also die Europäische Weltraumorganisation hat das Jahr 2030/33 ins Gespräch gebracht. Halte ich für realistisch. Technisch auf jeden Fall. Und was politisch bis dahin passiert, das wissen wir nicht. Und wenn keine Katastrophen passieren, was ich hoffe, was wir alle hoffen, könnten wir im Jahr 2030/33 auf dem Mars sein. Ist ja nicht so lange hin. Nee, das erleben wir noch. Mars macht mobil. Meine Herren, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Was mir bei dieser ganzen Überlegung immer wieder durch den Kopf geht, mit den langen Zahlen in die Zukunft zu schauen, kann man sich denn vorstellen, dass man das Jahr 3000 oder das Jahr 7898 immer noch nach Christi benennt? Oder muss doch irgendwie etwas global Bedeutenderes geschehen sein, dass man die Zeituhr wieder auf Null setzt? Aber das ist eine andere Geschichte. Ihnen zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Aliens, welchen Geschlechts auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen und Mitdenken. Wie immer unter www.nachtstudio.zdf.de finden Sie alles, was Sie brauchen, auch die neue ZDF-Mediathek. Da können Sie uns jederzeit wieder anschauen. Aber bis zum nächsten Nachtstudio hat ein Religionsmanager das letzte Wort. Paulus sagte und schrieb es gleich an die Philippa: Unsere Heimat ist der Himmel. Na denn. Thank you.